Digitalisierung verändert die Welt. Auch für die Deutsche Bahn bedeutet die Digitalisierung den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Weltweit präsentieren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen erste Konzepte und Prototypen von Fahrzeugen, die sich selbst steuern, kontrollieren und aufladen. Auch wenn autonome Fahrzeuge noch nicht marktfähig sind, bereitet sich die Deutsche Bahn schon heute darauf vor. Die Deutsche Bahn bringt autonomes Fahren in den öffentlichen Verkehr. Autonomes Fahren wird den Mobilitätsmarkt grundlegend verändern. Die Grenzen zwischen individuellem und öffentlichem Verkehr verschwimmen. Ein neuer Markt entsteht, der Markt für individuellen öffentlichen Verkehr. Dieser Markt muss intelligent einfach organisiert sein. Information, Buchung, Disposition und Abrechnung müssen aus einer Hand erfolgen. Diese Entwicklung möchte die Deutsche Bahn aktiv mitgestalten. Als großer Busbetreiber und Anbieter von Carsharing sieht die Deutsche Bahn autonomes Fahren als Chance, das Mobilitätsangebot für unsere Kunden weiter zu verbessern und die Rolle als führender Mobilitätsdienstleister weiter zu stärken. Dies ist Teil unserer Vision, nachhaltige, kundenorientierte und nahtlose Mobilitätsketten für alle Wege von A nach B zu organisieren. Erste Piloten auf privatem Gelände haben wir 2016 mit den Partnern InnoZ und Local Motors auf dem EUREF Campus in Berlin sowie mit EasyMile im DB Schenker-Werk in Leipzig gestartet. Weitere komplexere Piloten im öffentlichen Straßenraum folgen ab 2017. Und auch im Gütertransport steht die Vision des automatisierten Fahrens ganz oben auf der Agenda. Mit Platooning. Hinter diesem Begriff steckt das Wort Kolonne und eine hochkomplexe Technologie. Das erste Fahrzeug wird von einem Fahrer gesteuert. Das andere Fahrzeug der Kolonne muss ihm nur noch folgen. Seine Steuerung übernimmt ein Computer. Die Lkw können so sehr dicht hintereinander fahren. Über entsprechende Sensoren, eine Car-to-Car-Kommunikation und Bordcomputer agieren die Fahrzeuge dann als Einheit. Das Fahrverhalten wird automatisch angepasst. Die Deutsche Bahn bereitet sich schon heute auf die autonomen Verkehre von morgen vor. Denn die Zukunft wird heute gemacht.